Wenn du einmal an eine Tätigkeit denkst oder zum Vergleich auch an einen Menschen, den du eigentlich so gar nicht auf deiner Habenseite hast, überwiegend blöd findest. Und stell dir mal bitte die Frage im Voraus, warum findest du diesen Menschen blöd oder warum möchtest du diese Arbeit nicht machen? Und wenn du dann daran denkst, ich finde das zwar blöd, aber sag's dir und versuchst das auch da einzusetzen, stehst da quasi drüber, ich mach das jetzt einfach und ich gehe an diese Arbeit heran oder zu diesem Menschen und sprichst ganz normal mit dem und machst diese Tätigkeit als anderes Beispiel einfach mal, weil du die noch nie gemacht hast oder weil du da Berührungsängste hast oder was auch immer, machst das einfach mal. Du wirst merken, Stück für Stück kommst du da schneller hin, wo du sein möchtest. Denn die Hürde ist, deine Blockade, die du im Inneren hast, die verbaut dir quasi die Möglichkeit, dass du dir sagst, ich mach das, ich beginne damit, ich fange damit an. Und spätestens, wenn du das einfach mal von dir aus machst, wirst du merken, das ist gar nicht so kompliziert, wenn du es erstmal gemacht hast. Und das ist der springende Punkt, die Erlösung quasi, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die du nicht machen möchtest, aber machst sie. Denk dabei einfach mal dran, versuch das und bis dann.